Hallo, hallo, ihr Lieben. Es ist, ja, was ist eigentlich? Mittwochnachmittag. Kopiti. Muss mal eben gucken. Ich glaube, ich kann das ein ganz kleines bisschen verrutschen nochmal. Hoffentlich klappt das, so wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, so wird es. Entschuldigung fürs Ruckeln. Ich glaube, so wird es ein bisschen besser. So, ich trinke mal aus meiner schönen Obsttasse. Da steht drauf. Möge die Sonne in deinem Herzen immer scheinen. Ich liebe ja Obst, ihr wisst es ja, ne? Ja, das liegt deswegen auf dem Tisch, um euch mal zu zeigen, ich habe auch eine Obstkappe, aber nicht deswegen, sondern ich habe die Kappe auf, wenn ich rausgehe, die ganz streng in die Augen gezogen und eine ganz dunkle Brille habe ich drüber. Sonst kann ich es nicht aushalten, das grelle Licht. Ich wollte euch das nur, also ich sehe aus wie Django, kann man sagen. Ich wollte irgendeine kleine Bastelei heute mal machen, nichts Besonderes, nichts Aufwendiges. Vielleicht mal hier nochmal eine Seite in dem Büchchen hier. Vielleicht fällt mir hier was ein. Ich habe hier so ein paar kleine Bögen, nichts Weltbewegendes. Das ist so ein Katalog, der da gekommen ist aus dem Gartencenter. Jetzt haben wir schon mal Vögel und Schmetterlinge. Und die anderen Sachen lege ich weg. Das sind aber auch alles Postsachen, die gekommen sind. Umschläge, die ich verwerten kann. Die lege ich aber auf die Seite. Die will ich jetzt heute hier nicht verwenden. Einen Moment, die stecke ich mal vorne hier davor. So. Und ich bin nicht so gut vorbereitet. Uiuiui. Uiuiui, sage ich mal. Nicht so gut vorbereitet. Böse, böse. Ja, was ich eigentlich machen wollte, ich wollte euch was erzählen, so wie es läuft, wie es geht, wie es steht. Ja, ich war dann heute endlich beim Augenarzt. Manche werden es schon wissen und vielleicht schon gelesen haben. Gott sei Dank ist soweit alles okay. Es ist halt nur alles total überreizt und oh, da ist auch was falsch weggelegt worden. Und ich habe jetzt neue Augentropfen bekommen und so weiter. Und ich hoffe, dass ich irgendwie, da kommt meine liebe Mia vorbei, mein liebes Mia-Mäuschen. Aber ich glaube, in der Kamera können wir dich nicht sehen, Spatz. Man kann dich nur Patkin hören. Ich will mal so eine schöne. Gucken, was ich hier so finde, vielleicht eine Gartenseite machen oder eine Blumenseite machen. Mir ist heute danach. Mal gucken, was wir finden. Wir werden. Ach, guck mal, hier sind noch so schöne Bögen. Oh, guck mal hier, was ich hier alles drin habe. Donnerwetter, Schmetterlinge, Schrift. Vielleicht mache ich lieber eine Doppelseite, wenn ich so viel finde, wie es jetzt aussieht. Mal schauen. Vielleicht kann ich das gebrauchen. Ich weiß es nicht. Will mal gucken. Ja, hier ist auch schön. Heidenei, was finde ich alles hier. Nee, warte mal. Die möchte ich lieber für mein Collagenbuch übrig behalten. In erster Linie. Die lege ich wieder zurück. Das ist so. Mal gucken. Hier ist noch so ein bisschen was. Tassenmäßig. Ja, Moment. Hier sind noch so ein paar Bilder. Ich lasse es jetzt erstmal gut sein. Ich kann es mir ja. Ich lege es nur an die Seite. Ich kann es mir ja wieder raufholen, wenn ich meine. Hier sind also schon so ein paar Sachen ausgesucht. Hier können wir mal gucken, ob wir vielleicht. Ein paar Blumen noch gebrauchen können. Ja, finde ich schon. Diese Bartnelken zum Beispiel finde ich sehr schön. Schöne Farbe. Den reißen wir. Ja, mit den Augen habe ich wirklich, kann man sagen, okay. Alle anderen kommen gut damit zurecht. Oh, das ist schön mit dem so strahlt der Sommer, wollen wir da nicht stehen haben unbedingt, aber die Szene ist schön. Gucken wir gerade, ob wir irgendwelche tollen Blumen noch sehen. Hortense mag ich auch so gern.
Ja, Hortensien. Vielleicht diese hier noch. Okay. Und ich reiß das mal kurz aus. Hier sind auch noch welche, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, man muss auch mal ein paar Sachen wegwerfen, ne? Kann das wohl möglich sein? Kann auch. Guck, so lichtet sich. So lichten sich die Reihen hier. Hier ist so schön Rosen drauf und die gelben, die Bienen. Das ist natürlich auch toll. Die reiße ich mal eben. Ich wollte eigentlich was anderes anfangen zu basteln. Speziell auch die Aufgabe von Mike Deacon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt die Ruhe. Mir fehlt so ein bisschen die Inspiration und Lust, um solche Sachen jetzt in Angriff zu nehmen. Das mit den Gruppen beeinträchtigt mich doch schon ganz schön. Und finde ich nicht so schön. Und das tun wir weg. Und so richtig Lust, ein bisschen fehlt die dann, ne? Ich will mal schauen, ob ich noch vielleicht eine Doppelseite hätte. Irgendwo war doch noch eine. Ja, hier hätten wir noch eine. Hätten wir vielleicht noch eine andere vorne, dann könnte man das auch vorne eher machen. Also eine habe ich definitiv hier. Und in dem ersten Teil wollen wir schauen. Nein, da habe ich nur noch ein bisschen, kann ich ein bisschen malen, wenn ich will. Die Seiten habe ich alle schon fertig. Nee, das ist jetzt definitiv die, glaube ich, die letzte große Seite, die noch ganz frei ist. Okay, dann hätte ich nur noch einzelne. Ja, mir steht der Sinn heute mal nach. Da brauche ich aber auf jeden Fall ein Kleberpapier, sonst bin ich gleich aufgeschmissen. Also ich finde das mit den Bienen hier sehr schön. Ich würde auch ganz gern vielleicht einfach so starten, oder? Ja. Genau. Passt es so oder ist es zu lang? Es geht. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nichts, was ich so richtig erzählen soll, weil ich habe das Gefühl, hier guck mal mit dem Stuhl, das ist schön. Ich habe das Gefühl, ich habe wirklich extrem Pech mit meinen Augen, weil von anderen höre ich, dass die auch was hatten und die Operationen sind ganz sang- und klanglos abgelaufen und sie können nach ein paar Tagen wunderbar gucken. Aber bei mir tut sich da gar nichts in dieser Sache. Gucken geht jetzt mit dem neuen Ersatzglas, habe ich jetzt schon drin, links. Ganz einfaches, geht schon etwas besser. Guck mal, was haben wir denn hier? Das wird zu viel, ne? Die wird zu viel. Ich glaube, das können wir auch aussortieren schon. Das ist zu viel, das große Stück. Ja, hier einfach mal so eine Landschaft mit reinnehmen. Wie wäre das? Und dann hier so ein paar Glockenblumen. Kann ich diese hochranken lassen? Geht auch. Und dann so irgendwie, warte mal, ja, das wäre dann die Seite schon fast. Das ist wie immer, wir wollen mal einfach irgendwo anfangen. Stift brauchen wir dafür. Und mal gucken, wie weit wir kommen. So, war das jetzt ganz oben hin? Noch nicht, ne? Ganz oben noch nicht. Machen wir das vielleicht so. Dann so. Ne, doch ganz oben, ne? Aber habe ich mich da falsch besonnen? Ja, ist ja noch nicht. Ist ja noch nicht zu spät. Ist ja kein Problem. Ist ja alles okay. Ja, ich hatte so richtig Lust, jetzt irgendwas zu machen. Irgendwas, egal was. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich in mein kleines Büchlein und mache mal eine ganz schnelle, flotte Seite. Klebe ich mir so ein bisschen eine kleine Frühlingsnaturseite zurecht.
Ja, da habe ich es jetzt schon wieder ein bisschen übereilt hier, aber es ist noch nicht fest. Ich kann noch ein bisschen hochziehen. Kleines bisschen. Kleines Wirkchen. So, okay. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich jetzt hier so diese Bienengeschichte dran lang kriegen könnte, ne? Das sieht gut aus. Müsste aber so ein bisschen ausgefranster sein, habe ich das dumme Gefühl. Damit es wirklich ein bisschen besser aussieht. Okay. Ja, guck mal, das ist schon mal nicht schlecht. Das gefällt mir. Das wird heute meine positive Frühsommerblumenseite. So. Draußen ist es auch jetzt wieder schön geworden. Bei uns ist es zumindest sehr schön. Und so wie ich das verstanden habe, soll das auch so bleiben. Ich denke, dass ich das so ganz gerne... Hier ist noch ein bisschen Schrift dran. Ha, klebt mir alle Finger fest. Da haben wir das Theater schon wieder. Und dann hätten wir... Warte mal. Ja, das ist nicht so einfach, sehe ich schon ein. Das muss ja auch im Zusammenhang ein bisschen bestehen. Einen Moment, ich überlege noch. So, machen. Oder den. Warte. Wir machen die Sonne. Die Sonne wollen wir gerne haben, ne? Die Sonne wollen wir gerne haben. Ja. Vielleicht hier so die Sonne. Da habe ich jetzt hier noch wieder so doofe Schrift drauf, muss ich noch mal ein bisschen nachzuzippeln. So, das wäre das. Sonne. Und dann hier unten das. Noch eine Sonne brauchen wir nicht. Jetzt wäre es natürlich auch schön, wenn wir die Vögel vielleicht irgendwie hinter oben gebrauchen könnten. Kriege ich das hin? Oder die Schmetterlinge? Mal eben schauen. Was ist schöner? Und hier unten könnte ich mal so eine... Oh ja, hier könnte ich mal so eine dran machen. Auf der einen Seite Erdbeeren, auf der anderen Seite Blümchen. Dann nehmen wir jetzt mal die Blümchen. Ja, okay. Hier ist so rot, hier ist so Blätterzeugs. Können wir das irgendwie noch verwenden? Das passt jetzt nicht, das sehe ich ein. Das passt auch nicht. Das ist Hochglanz, aber hier dieses würde gehen. Wenn ich das so machen würde. Ja, damit könnte ich eine Menge so überbrücken, ne? Vielleicht. Ich müsste nur irgendwo jetzt anfangen. Sonst am besten mit diesem hier. Lasse ich das heil? Ich lasse das heil. Ups. Ja, also es ist so mit den Augen, es ist natürlich deprimierend, das muss ich so ganz ehrlich zugeben, weil jeden Morgen, egal was ich alles mache und nicht tue, die Augen ganz dick und sind und sehr, sehr wehtun. Und das ist natürlich nicht sehr angenehm, ne? Da kann man sich das vielleicht wohl vorstellen. Ne? Und man hat ja dann auch immer Angst, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, ne? Das geht mir zumindest so und deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass ich doch heute beim Arzt war und der mir gesagt hat, okay, das Haar, es ist halt nur super, super empfindlich und angegriffen. Aber es ist soweit, ist es okay, es heilt, ne? Und das ist natürlich schon mal sehr viel wert, wenn man das weiß. Ne, die Angst ist dann weg. Jetzt kann ich nur hoffen, ich habe noch neue Tropfen bekommen, dass das irgendwie mir jetzt wirklich dann hilft. Dieser Arzt, den,
den kannte ich vorher noch nicht. Da bin ich einfach hin und ich muss ja auch dankbar sein, dass man mich überhaupt drangenommen hat, weil das ist ja heute bei den Fachärzten alles schwierig. Und also der war vollkommen dagegen, sage ich jetzt mal vorsichtig, dass ich am Dienstag meinen nächsten OP-Termin hätte. Das würde gar nicht gehen. Das hat er ganz klar gesagt. Das geht überhaupt nicht. Sie können nicht am... Ich gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann doch alles nicht mehr sein. Sowas, ne? Ja, also ich will ja nicht sagen, dass er Unrecht hat, aber wie mache ich's? Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt so lange auf den Termin warten müssen und ich kann den jetzt nicht absagen. So ohne wirklichen Grund. Der Grund ist schon, dass ich nicht sehen kann. Das ist schon ein wirklicher Grund, aber ihr versteht mich, wie ich meine. Ne? Also müsste vielleicht noch ein bisschen was mehr kommen, um das abzusagen. Warte mal, das ist schon gerissen hier. Dann könnte ich das nehmen. Ja. Und die schönen Hortensien noch jetzt hier. Ja, das war natürlich ein ziemlicher Schlag für mich, dass man mir dann sagte, das geht mit der OP dann nicht. Und dann habe ich gedacht, ach, das darf doch alles nicht mehr warten. Wie kann ein Mensch so viel Pech haben? Das geht doch alles nicht. Jetzt habe ich so lange gewartet, bla 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 bla. Und schlussendlich, gut, ich habe den Termin nicht abgesagt bis jetzt. Und es ist jetzt erst Mittwoch und ich werde bis Freitag warten. Und ich werde diese neuen Tropfen, das sind jetzt welche mit Cortison, nehmen natürlich. Und alles andere werde ich auch genau machen, wie man es mir gesagt hat. Das habe ich ja die ganze Zeit übrigens auch schon gemacht, wie man es mir gesagt hat. Und dann werde ich hoffen, dass ich bis dahin dann endlich, warte mal, den muss ich schmal halbieren. So, den könnte ich jetzt mal da hinsetzen. Ein paar Lücken zu machen, ne? Smetterling, Smetterling. Ein kleiner Smetterling. Und noch ein Smetterling. Warte mal, den tue ich hier so hin. Oh, warte, den schneide ich noch mal so ein klein bisschen hier weg. Ja, ein bisschen viel. Jo, da hätte ich noch Vögel. Können wir die noch irgendwie gebrauchen? Ja, warum nicht? Schmetterlinge haben wir, Vögel haben wir. Auch die hebe ich mir auf. So, ich denke fast, ich habe diese Seite schon fast fertig. Einen Moment, ich lege mal eben meine Strippe zurück. So. Und das ist meine neue Sommerseite. Jetzt kann man natürlich höchstens mal kurz hier so ein bisschen nochmal die Schmetterlinge ein bisschen umreißen, weil die sind so ein bisschen, ja, so ein bisschen farblos jetzt, ne? Naja. Ja. Ich sehe nicht ganz besonders gut, aber ich habe jetzt das, wie gesagt, das neue Glas, dieses Übergangsglas. Und ich sehe etwas besser als vorher. Es hat zwar nicht die ganz richtigen Werte, kann es ja auch nicht, aber immerhin, ne? Und dann können wir noch was hinschreiben, wenn wir sollen. Was haben wir denn für ein Datum? Haben wir heute den 29.? Ich weiß es nicht. Ein wunderschöner Frühsommertag habe ich noch dazu geschrieben. Ist es auch. Mir gefällt's.
reicht schon. Ist eine Seite so ein bisschen zum Träumen, ne? So die Landschaft, die Weite, hier die Sonne, hier dieser wunderbare Platz bei den Blumen, die schönen Blumen überhaupt. Schmetterlinge, Schmetterlinge, Schmetterlinge. Das ist richtig, das ist noch eine Biene. Ach, das ist schön, gefällt mir. Jetzt habe ich hier wirklich tatsächlich nur noch eine ganz leere Seite, zwei halbe Seiten leer. Und ich glaube, dann habe ich dieses Büchlein ziemlich gut. Ich kann noch Sprüche ein, hier ist noch ein bisschen Platz, kann ich noch was machen. Hier kann ich noch was machen, wenn ich will. Aber das ist schon wirklich, hier könnte noch ein Spruch, ich habe immer noch, hier ist auch noch was, hier ist auch noch was. Ja doch, es ist noch ein bisschen Luft habe ich noch. Aber ist doch eigentlich schön, dass man aus so einem fast, würde ich sagen, Abfall, in Anführungsstrichen, dann doch noch was machen kann, ne? Finde ich schön. Habe ich Spaß dran? Ah ja, habe ich Spaß dran. Ich lasse es sein für heute. Es soll gut gewesen sein. Ja, sollte auch nur ein kleiner Zwischenstopp beim Basteln sein, sonst nichts. Ah, ich habe hier noch so ein tolles Washi. Warte mal, kriegen wir das noch auf der Seite? Da hätte ich doch noch so ein schönes Washi. Das möchte ich. Hatte ich extra aufgehoben. Ich weiß nicht mehr, wo ich es her hatte, aber ich habe es extra aufgehoben. Und denke gerade, hulala, bleibst du hier. Denke gerade. Irgendwo muss er hin. Es hilft nicht, er muss. Er muss. So machen wir das einfach. So, ohne groß drüber nachzudenken, kommt der Washi dahin. Die kleine Washi-Strippe. Ja, mal gucken, ob ich morgen sehen kann, ob es klappt. Und wenn ja, vielleicht mache ich noch eine andere Bastelei. Für heute sage ich das. Ich wollte nur so ein klein bisschen machen. Kleinen Stimmungsaufheller. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.